Und meistens sind es ja Frauen, die diese Rolle in einer Ehe einnehmen. Was man unbedingt beachten sollte, wenn man sich dafür entscheidet, dem Partner oder der Partnerin den Rücken freizuhalten, damit man finanziell auch abgesichert ist. Und was im Fall einer Scheidung gilt, Infos dazu bei uns. Schauen Sie mal hier die Seite auf brisant.de, legen wir Ihnen sehr gern ans Herz. Apropos Herz, große Emotionen, tolle Roben und eine historische Filmnacht aus deutscher Sicht. Die Oscars sind vergeben worden und auch wir können stolz wie Oscar sein. Brisant prominent. Eben, und unser Dreamteam bei den Oscars, Susanne Kleen und Torben Burgers. Ich grüße euch und ihr seht, by the way, wirklich bezaubernd aus. Ihr wart gestern ganz nah dabei. Susanne, erste Frage an dich. Was hat dich denn bei so vielen großen Gefühlen besonders beeindruckt? Kann man das kurz zusammenfassen? Die Fälle bleiben ja noch ein bisschen bei den Emotionen. Besonders rühren natürlich die Geschichten von Einwanderern, die jetzt den American Dream leben. Du hast es schon eben erwähnt. Aber Torben, als unser USA-Korrespondent, wie schätzt du denn das eigentlich ein? Werden buntere und diverse Oscars jetzt die Norm? Oder war das jetzt die Reaktion nur auf laute Kritik sozusagen von den vergangenen Jahren? Wie ist deine Sicht? Hollywood wird ein bisschen anders. Apropos Zeichen setzen. Tom Cruise hatte wohl keine Zeit. Dafür kam eine andere Künstlerin ziemlich überraschend dann doch. Liebe Susanne, was war denn los bei Lady Gaga? Und wir freuen uns natürlich auch ganz besonders über den Wahnsinnserfolg von Im Westen nichts Neues. Torben, ist der Erfolg vielleicht auch ein politisches Statement oder war das einfach genau der richtige Film zur richtigen Zeit vielleicht?